Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu meinem Nate-Tutorial hier auf Cache. Es geht ja heute nur um den B-Spot. Die Standard-Smokes der gesamten Map habe ich in einem extra Video gemacht. Das ist jetzt hier verlinkt, wenn ich dran denke. Und falls nicht, ist es am Ende verlinkt. Da ist es zu 100% verlinkt. Wir fangen direkt mit ein paar gemeinen Mollys an. Also, wir zerschießen die Scheibe und haben hier direkt unseren ersten Molly. Ihr stellt euch einfach hier vorne hin, bis ihr nicht mehr laufen könnt, auf diese kleine Erhöhung. Zielt auf diesen Knubbel, schmeißt und schon habt ihr Default komplett weggemollied. Man wird auch hier auf Headshot noch ordentlich angebrannt. Der nächste Molly wird von hier geschmissen und zwar lauft ihr genau hier dran, zielt hier oben hin, schmeißt und Onspot ist direkt wundervoll gemollied. Und wenn ihr die beiden kombiniert, dann brennt es hier schon richtig krass, ne? Wie man hier sehen kann. Und wenn noch ein Dritter am Start ist und sich der Dritte hier hinstellt an die Wand, schaut, dass die Laterne genau in einer Linie mit der Gondel ist, also die Laternenseite. Circa so. Hier oben ist ein Punkt. Ich weiß nicht, ob man den im Video gut sehen kann, wenn ich hier rechts von meinem Fadenkreuz, hier. Ihr visiert die Höhe des Punktes an und genau die Kante der Laterne, Lauf schmeißt und schon habt ihr den krassesten Molly für den Spot. Also selbst hier bei Close Left wird man ordentlich abgefackelt. Wenn die Mollys gleichzeitig kommen, ist der gesamte Spot am Brennen und niemand kann irgendwo hinlaufen. Wenn ihr jetzt von hier angerusht kommt, könnt ihr auch einfach auf diese Kante hier schmeißen und könnt dann Checkers mollien. Das gleiche könnt ihr auch mit einer Nate machen. Es muss nur immer im Laufen stattfinden oder auch mit einer Flash. Die ist sehr fies, weil sie eben eine Popflash ist. Also, wie man hier sehen kann, vielleicht bekomme ich das gebacken, dass ich da geschwind hinfliege. Ich glaube, man kann dieser Flash nicht ausweichen. Dann gibt es noch eine ziemlich gemeine Flash und zwar einfach die Popflash hier auf B rein. Ihr könnt hier in diesem Bereich überall hin aimen, zum Beispiel hier hin. Und die Flash kommt, bam! Und Popflasht einen hinfort. Bei Bedarf kann man einfach höher zielen oder niedriger oder irgendwie. Oder auch hier drüben hin. Und wenn hier eben ein City steht und gerade versucht zu gucken, wird er weggeflasht. Vor allem, wenn ihr gerade den Go machen wollt, also von Main rüber. Und hier natürlich gesmoked ist, ganz klar. Also meine B-Main-Smoke ist meistens einfach hier so dran. Und dann wird die schon sitzen, so ungefähr, ne? Fertig. Dann kann man hier vorbei pushen. Gut, die könnte man jetzt auch perfektionieren. Ist ja schon gut, ist ja schon gut. Hier, dieses dunkle Teil. So, in einer Linie bringen. Hier auf die Linie zielen, hochziehen, 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 bis hierhin. Ihr lauft ein Stückchen und schmeißt. Boom, boom und Schakalakalei. Und sie liegt. Fertig, ist der Lack. Dann gibt es noch eine gewiefte Smoke, die ich euch auf jeden Fall zeigen möchte. Und zwar stellt ihr euch hierfür einfach genau in die Ecke hier, zielt an die Kante dieses letzten Fensters, beziehungsweise an dieses, ja, braune Ding halt. Aimt nach oben, hierhin, schmeißt, sobald dieses Stück des Vordaches oder dieses Stück des, dieses Dings genau von der Kiste verdeckt wird. Also, zack, 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 zack. Und schon habt ihr die ultimative Hardcore-Smoke, die jetzt einfach wunderschön hier liegt. Ihr könnt also jetzt hier rüber verschieben, ne, von hier nach hier. Und es, man wird euch nicht sehen können. Checkers kann man gucken, aber nicht dahin, wenn ihr eben in Checkers rein verschieben wollt. Eine Ergänzung-Smoke, beziehungsweise die Smoke, die man schmeißen sollte, sobald dann jemand in Checkers drin ist, ist folgende. Ihr stellt euch auf dieses Mäuerchen. Übrigens, verzeiht mir, falls ich Smoke, Flash und Molly verwechsel. Ich sag andauernd Smoke, obwohl ich was anderes schmeiße oder Flash. Wundert euch nicht. Ihr geht hier hoch und geht dann eins nach links. Genau die Kante. Lauft, schmeißt und schon habt ihr Headshot gesmoked. Das heißt für den Checkers-Spieler, dass er bereits hier sehen kann, ob da jemand steht, aber er wird selbst nicht gesehen. Ja, man kann bis hier durchgehen und die Leute abknallen und man sieht ihre Füßchen, aber sie sehen dich nicht. Also wenn man hier sieht, ist es wirklich eine schwierige Geschichte. Klar, man kann sich ducken, aber wenn du hier stehst, du siehst immer noch nicht gescheit, wenn jemand Checkers steht, aber er sieht schon deine Nüsse. Oder eben deine weiblichen, du weißt schon. Von City aus kann man auch noch einiges machen. Man kann jetzt zum Beispiel eben eine Popflash hier runterschmeißen. Dazu geht man einfach hier hoch, bleibt stehen und lässt sie eben mit Rechtsklick hier runterfallen. Also man geht genau in die Kante, Rechtsklick und boom. Und dann hat man die richtig schön hier im Gesicht. Natürlich gibt es ja noch die üblichen Sachen wie ein Molly für Left Side Close, den man einfach von hier unten schon schmeißen kann. Ihr seht, das habe ich eben schon ein paar Mal gemacht. Man muss eigentlich nur diese Kisten treffen und Left Side Close wird eigentlich jedes Mal ziemlich gemollied hier, ne? Also das ist jedes Mal genau die Ecke. Wenn man ein bisschen höher zielt, dann mollied man hinten die ganze Chose ab, wie man hier sehen kann. Man kann natürlich auch die rechte Seite abmollien, wenn man hier drauf steht. Das sind jetzt alles Mollys, die ich einfach so aus dem Gefühl heraus schmeiße. Aber um zu noch ein paar gezielten Mollys zu kommen, das sind folgende. Ihr könnt hier dran schmeißen und mollied damit jedes Mal den Eingang zu Checkers, beziehungsweise den Ausgang von Checkers zu B. Wenn ihr höher zieht, genau an die Kante, dann mollied ihr hier direkt unten B-Main, dass hier niemand mehr durchrushen kann. Also wenn ihr da Steps hört, einfach schnell den Molly da hochgeschmissen. Ihr seht, die Teile sind ziemlich in Bewegung geworfen, ich hätte schon fast in der Hektik gesagt. Man sollte einfach ein Gefühl für diese Art von Granatenwürfen entwickeln, dass man nicht jedes Mal so steht und ausrechnen muss, ich muss an die Schraube, multipliziert mit deiner Mutter und sowas. Na, also einfach PAM!
und schon ist da gemollied. Ihr könnt auch hier über die Kante schmeißen und eben direkt vor euch werfen. Ich denke, das ist alles Common Sense, also genauso wie einfach hier einen Molly hinzuschmeißen. Das ist nicht wirklich was Besonderes. Man kann oben Heaven noch gezielt mollien, indem man sich zum Beispiel hier in diese Ecke stellt und auf die Kante schmeißt, alles einfach aus dem Stand. Und schon hat man oben direkt diesen Platz gemollied. Wenn ihr ein bisschen niedriger zieht, also hier an die Kante und einen Lauf-Molly schmeißt, dann mollied ihr hier rein. Also dann ist hier drin gemollied. Das sind nochmal so zwei gezielte, die kann man auch hier aus der Deckung schmeißen. Dieser Binder ist circa hier, dass es hier so eine Linie ergibt. Ihr zieht in die Mitte dieses gesamten Blocks. Wartet. Und schmeißt in einem kurzen Mini-Lauf. Und schon hat man das hier weiter hinten, oh, gemollied. Ihr könnt auch einfach hier so weit rangehen, dass diese Linie genau durch die, dass die hier lang führt. Ihr zielt hier an die Kante und schmeißt. Und dann landet der Molly hier vorne dran, falls da jemand stehen sollte. Das ganze Ding brennt eigentlich, dieser gesamte Außenbereich. Manchmal ist es so, dass wenn man hier der letzte T ist und der City meinetwegen eine AWP hat, dann kann er aggressiv hier rausgehen. Also so habe ich es ab und an schon erlebt. Und versucht dann auch hier runter zu gehen, um noch ein bisschen auf Distanz zu bleiben. Dann könnt ihr natürlich diesen Molly schmeißen. Einfach um ihn nochmal zu sehen, ihr geht hier so ran. Zielt dahin, boom, und das Teil wird schon landen, ne? Und dann gibt es vom Spot, falls ihr in Bedrängnis geraten solltet, noch ein paar wichtige Flashes. Zum Beispiel könnt ihr euch einfach, ne, mit dem Rücken hier dran stellen, jetzt zielt ihr unten, also das Teil soll hier unten aufkommen. Und dann ist hier direkt hinter euch geflasht. Also das mache ich auch in der Bewegung. Ich denke, ihr wisst, wo ungefähr sowas aufkommt, wenn ihr wohin zielt, ne? Also man kann auch noch ein Stück höher, ein Stück nach rechts, ein Stück nach links. Man kann auch, glaube ich, genau unter das B. Es ist jedes Mal ein ziemlich krasser Flash direkt ins Gesicht. Wenn man hier irgendwo rumläuft, wird man geflasht. Das gleiche geht auch von diesem Spot aus. Das kann man entweder einfach aus dem Stand machen. So. Oder ihr könnt auch aus dem Laufen das heraus machen oder eben auch mit einem Sprung. Manche machen das mit einem Sprung, damit sie sehr hoch kommt. Also, wie man hier sehen kann, es kann Vor- und Nachteile haben, aber das sind einfach nochmal Flashes, die ihr aus der direkten Sicherheit machen könnt, ohne vorgehen zu müssen. Es gibt hier auch nochmal Flashes für direkt B-Main. Also, wenn ihr hier oben dran dotzen lasst, bumm, ist es eine Art Pop-Flash, die direkt auf B-Main drauf knallt. Um es aus der Ruhe machen zu können, wenn ihr das unbedingt machen wollt, könnt ihr euch, ja, ihr stellt euch so hin, dass ihr nicht von Ding gesehen werdet, von, ne? Und aimt einfach hier oben hin. Also ich denke, es ist nicht allzu schwer, das hier nachzuempfinden, wie es funktioniert. Ihr könnt diese Teile hier oben an sich als Flash-Hilfen sehen, ne? Also diese Dinger helfen euch grundsätzlich, einfach hier um die Ecke zu flashen. Ja, so hier, bumm. Ohne selbst getroffen zu werden. Also wenn hier unten zum Beispiel jemand steht, schmeißt ihr hier die Flash hin, zack. Und ist kaputt geflasht. Ihr könnt auch hier unten an die Teile schmeißen, ne? Also der ganzen Sache sind keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt auch einfach so flashen. Ich denke, das ist kein Teufelswerk. Wenn ihr solch ein Utility-Training, also Granatenflash, Smoke und so weiter, macht, dann schmeißt doch immer noch so eine kleine Runde random ein. Also so euer eigenes, dass ihr euer eigenes Gefühl erhaltet. Also ihr versucht zum Beispiel bestimmte Stellen zu treffen mit diesen Utilities. Wenn ich es irgendwie hierher geschafft habe und den B-Spot mollien will, dann schmeiße ich da ein. Also ich denke, das ist einfach Standard. Sowas sollte man immer mal wieder trainieren. Ich sehe es leider oft, dass Leute einfach überhaupt keine Granaten und Mollies und so schmeißen können. Die wollen hier eine Granate schmeißen, machen dann so. Und die Granate fliegt da drüben hin. Das ist einfach nicht das Optimum. Man kann die Sachen sehr einfach machen. Man kann sie sich sehr einfach machen. Also man kann so viele Möglichkeiten benutzen, um alles Mögliche irgendwo irgendwie hinzubekommen. Und man sollte dafür ein Gefühl entwickeln. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial weiterhelfen und euch vielleicht auch die ein oder andere Geschichte zeigen, die ihr noch gar nicht kanntet. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Die anderen Tutorials sind hier verlinkt. Es gibt die Playlist am Schluss, in der alle möglichen Tutorials für alle möglichen Maps angesammelt werden und angesammelt sind. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich fasse es immer noch nicht. Das ist so winzig. Was ist da los? Was ist da los?